So, servus, grüß und hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Mega Baldas Pack. Ich habe ein bisschen noch am Mikro herumgeschraubt. Es war dann doch nicht so, wie ich gerne wollte. Es ist einfach zum aus der Haut fahren. Das Problem ist irgendwie, ich würde mich gerne im Ohr selbst hören. Und da fällt mir gerade ein, da gibt es doch irgendeine Software, die das, glaube ich, kann. Aber egal. Wie man sieht, ich habe derweil ein bisschen Miniko-Essenzen gefarmt. Zudem habe ich, unschwer zu erkennen, ein paar Bäume gepflanzt, die wir jetzt schnell alle abernten werden, damit das Ganze weg ist. Mein fleißiger Helfer wird hier mir schon ein bisschen helfen, hier, dass alles auch wirklich, dass hier alles, ja, weg ist. Das Ganze geht jetzt natürlich ein bisschen. Was habe ich eigentlich hier noch drin? Ach, du liebe Güte. Habe ich das wirklich noch? Gut, den nächsten Baum, hier bitte sehr, viel Spaß, diesen Baum hier, ach, ich dachte, da wäre Weinmeine oder sowas drauf, aber ich müsste jetzt eben auch nicht mehr, ob der so eine spezielle Tastenkombination hatte. Oder ob der einfach nicht funktioniert. Hallo, Kiste, bist du schon voll? Du bist ja noch gar nicht voll. Hier, Futter für dich. Oder war der auf einer speziellen Tastaturbelegung? Controls, better, Vance, Crafting, Chocolate, Crafting, Twigs, Game, Destroy, Better Storage. Das ist sowieso noch eine andere Geschichte. Pick Block, Button 3. Inventory, klar. Inventory Sorting, ah, das ist das R, genau. Magical Horse Control, verschiedenes. Movement, Multiplayer, Streaming, Camp Tinker, Trader, Crave. Was ist das für eine Taste? Das ist aber doof. Hä? None. Crave. Was ist Crave für eine Taste? Hatten wir das nicht letztes Mal schon? Crave-Taste. Das Dächchen. Ach, das. Aber das ist doch. Ah, cool. Das geht. Ist zwar doof, wenn ich mich jetzt. Aber es geht. Gut. Es geht. Ist zwar doof, da groß. Buchstaben reinzunehmen, aber es geht, muss ich mir mal überlegen. Eigentlich, das kann man doch sicher auch auf Shift legen, oder? Controls. Dann. So, schauen wir mal, was passiert, wenn ich mich im Bücken. Ja, es geht eben.
Wusste ich's doch. So, dann machen wir den noch weg. Dann ziehen wir den auch los. Und das ist der letzte. Ach du liebe Güte. Gut. Hast du noch was? Hey. Hast du noch was? Aber komischerweise nur ein einziges Nest. Das ist schon fast unmöglich. Hä? Und jetzt? Ist das, weil ich jetzt den Weinmeiner da drauf gelegt habe? Oh Mann, hey. Zu viele Mods, die irgendwie was gleichzeitig und weiß Gott ich was und ja, das ist der Weinmeiner. Müssen wir uns was anderes überlegen. Ich knalle mal alles einfach hier rein. Die Bohnen, Birke und das Birdnest machen wir auf und haben hier nochmal ein bisschen Plunder. Dann die Chest hier. Tack, weg. OBS wieder ins Frontmenü und dann kann ich auch schauen, ob das alles so seine Richtigkeit hat. So, wir machen jetzt als erstes mal mit dem Weg beginnen wir. 1, 2, 3, 4 und dann haben wir das. 1, 2, 3, 4. Duck, duck und da haben wir nochmal ein paar. Und hier die restlichen alles aufteilen und das ist eigentlich soweit gut. Dann haben wir den hier und viel wird es glaube ich nicht geben. Das ist so ein gecraftet, das ist ja nicht mehr normal. Den und den und jetzt haben wir 7 und wir haben 2 zu wenig. Tja, was soll ich dazu sagen? Was kann man eigentlich alles aus der Essenz hier noch machen? Gerade. Extreme. Da habe ich den Extreme schon. Den Extreme habe ich schon. Die Frage ist, ob ich hier... Das Ganze hat erst 9%. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Ob ich hier nicht ein bisschen opfern sollte? Ich habe hier einen. Jetzt machen wir nochmal einen. Zwei sogar. Und wenn wir hier sowas machen, dann haben wir die beiden. Entschuldigung, habe ich jetzt nicht gesehen. wir können unser Mesis, unser Controller basteln. Das brauchen wir alles. Ja, so, das müsste ungefähr funktionieren. Unseren Controller aber. Wir brauchen 4. Habe ich jetzt wahrscheinlich Scheiße gebaut, oder? Ja, jetzt habe ich wieder Scheiße gebaut. Ich dachte, wir brauchen nur 2. Wie viele Essenzen? 5, 8, 7, noch 2. Wie viel? Ja, da draußen sind schon wieder gewachsen. Die Dinger wachsen so schnell, aber ich glaube, ich habe hier unten auch die Schnellwachsteile da. Wie auch immer, dass die jetzt mal schnell nochmal dass die Crops schneller wachsen können, wenn ich mich recht erinnere. Müsste in irgendeiner von den ersten Folgen gewesen sein, dass ich, ja genau.
die Pulser. Genau. Die Frage ist sowieso, ob ich hier nicht noch mehr, aber solange ich das Zeugs nicht irgendwie automatisiert abbauen kann, ja, bringt es mir, glaube ich, auch nicht viel. So, 5, 1, 2, 3, 4. Und gibt es ja eigentlich, aber das habe ich, glaube ich, schon mal nachgeschaut, oder ob es ein Magnet gibt. So, Magnet Card, Wireless Crafting Table, Magnet Force, was bedeutet das, was ist das, ein Magnetic Force, Crane Magnet, Magnum Torch. Hä? Ah, die Magnum Torches sind, glaube ich, damals in einem Lootbag oder sowas drin gewesen, gell? So, dann machen wir halt hier nochmal zwei. Und zwei. Dann haben wir die vier. Dann haben wir hier den Controller und wir haben den Controller. Und dann müssten wir eigentlich endlich mal, ja genau, ME Drive Complete Controller claimen wir und hier haben wir die 1K Storage Cell, die ich selber craften muss. Aber ich habe ja eine bekommen. Ja, die habe. Für was bekommt man überhaupt noch einen Quarz Grindstone? Kann man das jemand sagen? Also, das ist auch sowas von randomized. Gut. Da haben wir noch einen Stil. Okay. Kann man es mal so haben? Hier ist nochmal ein Questbook drin. Stil. Ja, es hat Stil. Gut, dann haben wir hier mal eine ME-Drive. Das hier. Die Cable. Den Controller. Den Acceptor. Und hier haben wir nochmal eins. Natürlich ist das Black und das ist so und hier haben wir eine kleine Festplatte. Also eigentlich könnten wir bis auf die Terminals und dass ich keine Steine dabei habe. So, hier bauen wir mal das ein bisschen aus. Also, schöne machen wir später mal. So, die hier alle weg, weil ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. So, das ist klein, interessanterweise. Und nur die ist... Ich dachte, die hängen irgendwie zusammen und keine Ahnung. Aber kann es vielleicht wieder sein, wenn man raus und rein geht, dass die danach irgendwie 1, 2, 3, 4... Jetzt sind sie groß. 1, 2, 3, 4. Jetzt hängen... Ach, das sind natürlich zwei unterschiedliche. Weil ich habe die natürlich da. Da muss ich sie dranhängen. Nein, jetzt sind sie wieder... Ganz komisch. Kann es vielleicht sein, dass die nur 4x4 groß sein dürfen? Und danach so ein kleinen Storage... Platz haben. Das macht keinen Unterschied. 1, 2, 3 macht auch keinen Unterschied. Wobei ich jetzt nicht weiß. Ach. Aber das bedeutet, gibt es da irgendeinen Controller?
der mir da alles anzeigt. Jetzt komme ich langsam mit. Das ganze Zeugs hängt zusammen. Nur je nachdem, wo ich reinschaue, sehe ich es einfach nicht. Okay, der hängt jetzt wieder nicht. Der hängt wieder nicht drin. Oh meine Güte. Das ist okay. Das muss ich dann mal in Ruhe ausprobieren, welche das hier so, 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 so. Die hängen wieder nicht zusammen. Ich würde mal sagen, die unteren packen wir weg. Die oberen scheinen irgendwie zusammenzuhängen, aber das ist mir jetzt egal. Gut, hier haben wir unseren kleinen Serverraum, wird hier wahrscheinlich hingestellt. Dann hole ich mir da mal das herunter. Hier werden wir den Controller Pickaxe. Kling. Die Controller. Allerdings musst du. Hier haben wir den Controller. Der kommt dann hier ran. Dann können wir uns da nach drüben erweitern, wenn wir wollen. Der hier kommt hier hin. Dann machen wir hier die ganzen Energiesachen hin, würde ich mal sagen. Dann machen wir da noch ein bisschen Sachen weg. Eins, zwei. Und das mit der Magnetkarte oder wie auch immer das ist, das muss ich mir danach schon anschauen. Das bauen wir uns als nächstes, weil ich habe keine Ahnung, was der Mod macht. So. Das ME, das Drive können wir eigentlich zurzeit einfach so hinstellen. Machen wir die 1K-Storage rein. Jetzt brauchen wir nur noch den Strom. Für das brauchen wir dann brauchen wir Gold, brauchen wir nicht, Kabel auch nicht, super Kohleohr, das ist ganz cool, und da haben wir nur eine Kohle, brauchen wir, weil dann stecken wir mal so ein Survival-Teil und so ein Survival-Teil hin. Und ich denke, das können wir mal wegnehmen. Das ist auch gut. Und das Super Kohleohr, das melden, smelten, smelten, smelten. Das habe ich mir gedacht. Jetzt hier ja nichts falsch machen. Mach einfach nichts falsch. Generator. Wir können natürlich auch noch einen Ender Generator. Block of Iron. Furnace ist alles kein Problem. Eye of Ender eigentlich auch nicht. Blaze Powder. Da haben wir noch ein bisschen Redstone. Paper für später, den komischen Ding ausprobieren. Ich dachte, irgendwo habe ich ganz viele Enderaugen gehabt. Hier haben wir mal auf ein Ei. Da haben wir das Blaze Powder. Hier haben wir ein paar Enderperlen. Aber es sind zu wenig. Die Frage ist, wie viel Energie produziert so ein Ender-Augenteil? Jetzt machen wir zuerst einen Block of Iron. Dann müsste das einmal, dann haben wir zwei. Und dann müsste mir normalerweise hier
Das Questbook hat sich hoffentlich auch aktualisiert. Sicher ist sicher. Mehr Decoration Tools and Machines, glaube ich, oder? Genau, genau. Kann ich den einfach daneben stellen und eine einzige Enderperle reinwerfen? Funktioniert das? Oder soll ich sicherheitshalber... Naja, rentieren tut sich das definitiv nicht. Für das ist eine Enderauge. Okay. Quasi das, was benötigt wird, ist weg. Sagen wir mal so. Wobei er ladet sich auf. Das ist einmal schon ein Vorteil. Er ladet sich jetzt auf die 8KIA auf und jetzt ladet sich auch das RF auf. Wobei, eine Mücke bei mir hier drin. Ja, okay, gut, das werden wohl Blöcke, Kohlblöcke sein, die ich hier verbraten werde. Deswegen machen wir hier... Lava Ender Redstone Generator. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, weil ich so viel Redstone habe. Also Redstone wird bei mir wahrscheinlich, nur die muss ich alle rauf craften, oder? Dann machen wir den Lava Generator nochmal, dann probieren wir das mal. Weil Redstone ist einfach definitiv keine Mangelware hier. Definitiv. Die Furnaces. Ich hatte doch, hier habe ich eine Furnace. Redstone habe ich hier. Was fehlt denn noch? Gold natürlich. Gold. Hatte ich nicht hier irgendwo. Wir sind so nah, wir sind so nah. Ach nee. Dafür habe ich hier zwei Questbooks drin. Irgendwo hatte ich doch noch gesehen, dass ich so viel Gold habe. Kann das sein? Machen wir mal diesen hier. Und dann diesen hier. Und dann diesen hier. Und sagen so. Und dann haben wir mal einiges an. Weniger war das jetzt da unten. Achso, ich habe Hunger. War das hier hinten? Habe ich hier hinten das ganze Gold gesehen? Nein, 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 nein. Redstone. Redstone ist definitiv keine Mangelware. Ja, wir machen jetzt eine Redstone-Offensive, aber ich brauche noch Gold, 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 Gold. Das gibt's auch gar nicht. Ich hatte doch vorhin gedacht, ich hätte irgendwo... oder habe ich den ganzen, das ganze Zeugs Gold. Okay, die bringen es mal schon nicht. Hier haben wir Gold Nuggets. Gut, die können wir verkraften im Notfall. Das bringt nichts. Da sind auch noch Gold Nuggets. Hier sind noch Gold Nuggets. Ach du liebe Goldschwert. Gold Nuggets. Ach, cool. Cool, cool, cool. Das wird durchgebraten. Und hier haben wir nichts. Hier haben wir auch nichts. Gut, dann braten wir hier das Gold durch. Und hier kommt dann das Gold rein. Und 4. Dann mal das noch ausblenden. Und dann kommt hier das Super Gold Ore. Und hier haben wir nochmal Gold und ich glaube, das müsste eigentlich reichen. Generator, Generator, Generator. Für den brauchen wir den Lava. Ja, den haben wir. Und dann brauchen wir hier Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Blöcke. 5 natürlich.
und dann haben wir den Redstone Generator. Das Einzige, was ich wahrscheinlich vermute, ist, dass der Redstone Generator so ineffektiv ist, dass er nicht mit Tonnen von, Redstone-Blöcken füttern muss. Stellen wir mal hier hin und dann rein damit. Wie funktioniert der? Gehen hier nur Blöcke? Wie funktioniert ein Redstone-Generator? Oder braucht er einfach nur Redstone-Licht? Das wäre natürlich noch cooler. Oder ich befürchte, der braucht es in flüssiger Form, oder? Der braucht hier nochmal was. 0RF at... Tja, wie gewonnen zu zerronnen, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, abgeschaltet. Weg damit. Ja, und der ist jetzt down. So, mal Habi. Muss ich mal rausfinden, wie das hier funktioniert. Das bedeutet, wir bauen so ein... diesen hier, und zwar brauchen wir hierfür noch ein bisschen, und dafür brauchen wir, eigentlich haben wir hier alles dabei, was wir, Holz, das haben wir noch hier auf der Kante, ein Holz, das reicht mal, und hier haben wir einen. Gut. Langsam aber sicher wird's was. Dann den hierher und die Kohle hier rein. Ich bin mir gerade was am Überlegen. Der schaltet sich nicht ein, gell? Und der ladet sich hier nicht auf. Das bedeutet eigentlich... Zwei Stunden brennt der. Dass ich wahrscheinlich wirklich ein effektiveres brauche, sonst habe ich keinen Strom. Kann das sein, dass ich beim anderen auch Lava einfüllen muss? Deswegen hat er den Lava und den Redstone. Habe ich noch genug Redstone dabei? Nur zwei. Ja, das ist das Gold. Das ist auch das Gold. Super. Mittlerweile habe ich kein Redstone mehr. Doch, das habe ich. Deswegen hat er auch den Lava. Das könnte natürlich sein. Das ist der falsche. Das ist der richtige. Nein, das ist der... Ach so, nein, den habe ich schon wieder raufgenommen. Gleich haben wir es geschafft. Und ich weiß, als nächstes kommt danach noch das Terminal. Und wenn wir das Terminal haben, dann haben wir hier verdammt noch einmal ein... wenigstens ein ME-System, wo wir die ganzen Sachen mal reinschmeißen können und dann hoffentlich nicht so ein Problem haben wie, weiß Gott ich was. Im Notfall ist mir auch wurscht, wenn wir zurzeit nur ein Terminal haben. Ich traue mich das nicht. Doch, der ist weg. Der ist drin. Das geht nicht. Das geht. Ja, das geht. Und wie lange? Geht das gut? Power 80. Der schafft 5.
Jetzt habe ich das mal voll. Jetzt fangen sich die hoffentlich dann an, ein bisschen aufzuladen. Ja, das machen sie auch. Lava craften. Vielleicht können wir das sogar. Lava. Okay, da kann man mal nichts. Das ist mit der Fire Essence. Das ist klar. Lava Stone ist auch klar. Lava Seeds. Kann ich. Haben wir hier Barrel? Nein, wie heißen sie? Der ist nicht Barrels, die heißen. Nein, der ist nicht Barrels. Ihr wisst ja, was ich meine. Wie man Lava herstellen kann, indem das mal Kabel schmilzt. Nein, nein, da. Indem man Cobblestone schmilzt. Gibt es da irgendeine Möglichkeit? So kann ich es herstellen. Was kann ich aus Cobblestone alles machen? Es ist Ding, Shapeless Crafting, Smelting, Stone, Chisel, Microblocks. Oh, Microblocks habe ich auch drauf. Smeltery ist. Genau, nein, das gibt Stone. Ach, du liebe Güte, aber doch, 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 die haben da schon, aber das ist in dem Fall hier nicht drauf. Und Lava schaut nicht so aus, als ob ich hier was hätte. Ein Tank ist klar. Lava Crystal, das ist mir egal. Das bedeutet, das muss. Müssen wir hier was aus dem Nether anzapfen? Haben wir hier eine Pumpe? Achso, das ist das ganze Ender Extra Utilities. Ja, okay, gut. Gut. Wir könnten natürlich. Ja, da müssen wir. Ich habe das noch nie benutzt. Noch nie benutzt, Leute. Noch nie benutzt. Da muss ich mich auch Quarry Pump Update, das ist auch klar. Meine Güte, wie viel, allein wie viel Kürbisse, das ich hier habe. Gut, aber wenn wir schon dabei sind, dann schauen wir schnell noch, was für ein App bleiben, was für ein Terminal-Implement, wie funktioniert das Terminal? Und am liebsten hätte ich natürlich gleich ein Crafting Storage Monitor, wer braucht das schon? Das sind die Tunnels, ME-Interface, Terminal, ME-Terminal, ME-Chest, Wireless-Terminal, Crafting-Terminal, gut, ME-Terminal. ME-Terminal. Zuerst einmal so eins. Oh nein, jetzt fängt das an. Allein zum ein Terminal zu craften, bekommt man ja Vögel. Zum überhaupt einmal ein. Gut, das ist noch einfach. Allein zum ME-Terminal zu craften, bekommt man ja Vögel. Naja, fangen wir mal an. Schauen wir mal, wie weit das wir kommen. Und den Rest sehen wir dann. Beziehungsweise stopp, 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 stopp. Bevor ich da was tue, frage ich mich, wo, da ist das Questbook. Weil das hier. Ich glaube, ich muss mehr auf das Zeugs hier gehen. Kommt mal langsam so vor. Auf die Change Cubes und so, dass ich dort vielleicht noch relativ viel rausholen kann. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Das machen wir mal alles hier rein, hier rein, hier rein. Das Magnet wollte ich noch ausprobieren, aber vorher machen wir noch den. Ach nee.
Garden, 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 Garden. Kann das Zeug wenigstens verbrennen. Mushroom Garden. Okay. Zuerst will ich noch das Magnet hier, wobei jetzt habe ich keine Enderperle mehr, oder? Das war natürlich klar. Ich glaube, jetzt habe ich keine mehr. Gibt es hier nicht noch irgendwas danach? Naja, egal. Pah, die da draußen wachsen ohne Ende. Das ist schön anzuschauen. Okay, gut, dann machen wir so weiter. Wir brauchen für das Crafting Terminal, ein ME Terminal. Das ME Terminal machen wir aus diesen Sachen und haben dann drei. Das haben wir. Iron haben wir. Das komische Glas fehlt wieder. Genau. Glas, Glas, Glas. Und irgendwie will ich in dieser Folge noch das ME-System fertig bauen, aber ich sehe die Folge schon wieder sowas von verdammt schweinelang. Wobei das Glas wird nicht reichen. Ja, ich glaube, es hat nicht sein Wollen, dass wir heute noch... Es hat nicht sein sollen, dass wir heute unser Terminal, unser ME-System fertig bauen. Ich werde es jetzt so machen. Hier machen wir was mal raus. Das auch. Das rein. Tack, tack. Ich werde es jetzt mal so machen, dass ich hier mal alles sortiere. Nein, da will ich gar nicht mehr draufklicken. Und dann haben wir mal schon wieder ein paar Slots frei. Und hier auch wieder. Ich werde das da drüben, was auch immer man da machen kann. Ich werde mal da drüben wieder ernten. Dann habe ich hier auch keine Enderperle mehr. Hier auch. Keine. Die ist broken, okay. Mensch, liegt da viel Klumpert drum. Schauen, ob ich da noch vielleicht Enderperlen da drüben habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ich hier alles geerntet habe, wenn ich hier alles aufgeräumt habe, wenn ich weiß, wie man... was ist mit der? Glowstone Seeds. Wenn ich weiß, wie man Lava wegpumpt, ob das mit den komischen Pumpen hier funktioniert. Und dann sehen wir uns wieder in einer neuen Folge. Hier drüben haben wir den schönen Sonnenaufgang. In dem Fall, habt's noch fein. Bis dann, tschüss, ciao, ciao. Und ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Bye bye.